Moin, Jonas hier und wir spielen eine Runde Crazy House. Endlich mal wieder was Verrücktes hier auf dem Kanal gegen Mustak H, der aus einem unbekannten Land kommt und der sich mir stellt mit 5 Minuten Bedenkzeit. Crazy House Blitz sozusagen. Versuchen wir mal den Läufer so ein bisschen zu bejagen. Erstmal läuft das Spiel ja noch relativ normal, solange keine Figuren geschlagen sind. Muss ein bisschen auf C2 aufpassen. Habe mich jetzt auch ein bisschen blöd hier verhakelt. Aber der Läufer ist nach wie vor angegriffen. Das mal auf der Habenseite. Erstmal auf C2 aufpassen und dann vielleicht rüber nach G3. Oh, ging das? Ging das? Wieso ging das? Da komme ich jetzt noch nicht rüber. Und die Dame ist angegriffen. Vorsicht. Höchste Konzentration. Geht das noch? Jetzt aufpassen, er hat den extra Bauern, den er einsetzen kann. Und ich muss teuflisch, höllisch aufpassen. Ich glaube, der Tausch wäre was, womit ich leben könnte. Auch wenn es vielleicht eng wird um den König rum, aber ich muss irgendwie ja auch Platz schaffen für meine Figuren und meine Wirkung. Jetzt droppt er da einen Bauern, der mich zwingt, die Dame ganz zurückzuziehen. Und er kriegt jetzt neues Material. Mal gucken. Ich habe selten eine Dame auf A1 stehen gehabt zu einem so frühen Zeitpunkt. Aber es ist immerhin auch Crazy House, da passt das doch ganz gut dazu. Nee, nee, Freunde. So ein Quatsch mache ich nicht mit. Das kostet mich die Dame, wenn ich da zurückschlage. Muss erstmal der Läufer dazwischen. Einen Bauern hat er noch. Es kann aber durchaus sein, dass ich den dann. Tausche, da muss ich schlagen. Kann ich aber hoffentlich auch. Okay, er kriegt den Läufer. Ich habe einen Springer jetzt zum Einsetzen. Ich glaube, ich besorge mir erstmal mehr Material. Dass der Läufer dabei drauf geht, das ist schon irgendwie okay in der Gesamtrechnung. Entscheidend ist eigentlich nur, dass ich rechtzeitig oder als erster losschlagen kann. Und zwar mit ausreichend Material. Ja, mal ein Springer hier dazwischen. Droht zumindest den Bauern zu schlagen und dann damit mittelbar den Turm zu gefährden. Den Läufer hier kostet es mich halt noch und ich habe jetzt eine Angriffsfigur weniger. Das ist das, was dabei ein bisschen ärgerlich ist. So. Und so. Jetzt greife ich den Turm und den Läufer an. Aber er hat natürlich recht, er kann hier schlagen. Könnte hier schlagen und dann hole ich mir wahrscheinlich die Dame rein. Das ist eher noch problematisch. Kann ich Schach geben? Sinnvolle Schachs? Gerne. Er wird wahrscheinlich was dazwischen ziehen. Den Bauern vermutlich. Kriegt zumindest den Bauern hier. Da kann ich mit dem Springer schlagen. Kriegt dafür aber die Dame geschlagen. Oh, jetzt wird es ein bisschen vogelwild. Und ich fürchte, es sieht nicht so wahnsinnig gut aus für mich. Weil er jetzt gleich mit Damen noch und nöcher und mit Figuren noch und nöcher über mich herfallen wird und wird mich irgendwo hier auf einem dieser Felder dann wahrscheinlich matt setzen in diesem Königseck. Vielleicht am liebsten so ein bisschen ins offene Feld rennen. Hinten in der Ecke wird es vermutlich schnell dunkel. Ah, und jetzt kommt die Kaskade hier, den Springer nochmal hin. Ja. Aber noch in die Richtung rennen, aber ich glaube, Mustak H wird hier gewinnen. So rum könnte es nochmal ein bisschen Hoffnung geben. Springer H2 scheitert dann König schlägt F2. Oh, ja, aber das ist matt. Das ist richtig. Ich hatte jetzt geguckt, dass da auf G1 und E1 nichts droht, aber es droht natürlich Springer nach D1.
D2 einsetzen und matt. Trotzdem irgendwie eine witzige Partie. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Bis zum Ende und dann bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, ich freue mich über Interaktion. Kommentiert, liked, shared, abonniert das gesamte Programm. Bis dann. Macht's gut. Ciao.